Magazin. Finn, gib mir bitte die Karten. Bitte. Die Moderationskarten. Ach die, wo waren die nochmal? Ah, hier steht's. Unterwäsche, Wimperntusche, 23 Wassermelonen, Glitzerpulver. Wenn du was vergisst, gibt's kein Taschengeld. Deine Mutti. Nicht funktioniert. Endlich. Willst du mal was wirklich Phänomenales hören? Ja. Wir waren in der Phänomenta. Cool, zeig mal. Na klar. Hallo, wir sind hier in der Phänomenta und interviewen Frau Anrich, eine Mitarbeiterin in der Phänomenta. Frau Anrich, wie viele Experimente gibt es eigentlich in der Phänomenta? Hier bei uns im Haus haben wir über 170 Experimentierstationen. Seit wann gibt es die Phänomenta? Das ist eine gute Frage. Wir haben da so ein paar Jahreszahlen, die eigentlich wichtig sind. Aber hier in diesen Räumen, beziehungsweise in diesem großen Gebäudekomplex, ist die Phänomenta seit 1995 beheimatet. Angefangen hat es aber mit der Phänomenta 1985 an der Universität Flensburg. Da sind die ersten Exponate entstanden unter der Leitung von Professor Dr. Lutz Fieser, der sozusagen der Erfinder der Phänomenta und des Phänomenta-Konzeptes war, und der hat damals halt Exponate in der Universität gebaut, und da kamen immer mehr dazu, und irgendwann waren es so viele, dass der Platz nicht mehr ausgereicht hat. Dann wurde ein Verein gegründet, der Verein Phänomenta e.V., und dann hat die Stadt Flensburg uns hier diese Räume zur Verfügung gestellt und wir sind so langsam hierhin umgezogen. Und dann wurden die Gebäudekomplexe saniert und 1995 fand dann der komplette Umzug in dieses Haus statt. Was ist eigentlich dein Lieblingsexperiment hier in der Phänomenta? Das ist eine schwierige Frage. Ich habe eigentlich kein so einziges Lieblingsexperiment. Ich habe mehrere Lieblingsexperimente. Es gibt eins, das nennt sich der mitdrehende Kopf. Das ist eigentlich das, was mich immer noch am meisten fasziniert. Dann gibt es eins, das finde ich besonders lustig. Das heißt gefrorene Schatten. Und dann gibt es eins, was mich besonders fesselt, weil ich es einfach gerne mag. Das heißt der Turm von Hanoi. Da kann man so ganz lange dran basteln und kniffeln und knobeln. Wunderst du dich noch manchmal über einige eurer Experimente? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, über den mitdrehenden Kopf. Da wundere ich mich heute immer noch. Und jetzt muss ich kurz mal überlegen. Doch, es gibt da noch viele, die mich richtig doll faszinieren, über die ich immer wieder noch staunen muss. Was ist euer Lieblingsexperiment? Unser Lieblingsexperiment ist oben der Fotoraum. Das kann ich verstehen. Wie oft wart ihr schon in der Phänomenta? Sag du. Dreimal. Würdet ihr die Phänomenta weiterempfehlen? Ja, würden wir. Ist die Ausstellung eurer Meinung eher nach für Jüngere oder für Ältere geeignet? Eher für beides. Okay, vielen Dank für das Interview. Wir stehen hier jetzt vor der sogenannten Wackelwand und werden auch gleich erfahren, warum. Und die Frage ist, ob wir schaffen, auf einem Bein zu stehen, wenn wir da ein bisschen reingeguckt haben, während sie sich bewegt. Okay, Jonas, was meinst du? Schaffen wir das? Schaffen wir. Okay. Ja, ich komme schon leicht ins Taumeln. Und Jonas kommt sehr doll ins Taumeln. Sag mal, gibt es eigentlich nur in Flensburg eine Phänomenta oder gibt es die auch noch irgendwo anders? Ja, die gibt es noch in einigen anderen Städten. In Flensburg ist es die erste Phänomenta, wie gesagt, weil die auch hier erfunden wurde von dem Professor Fieser. Aber nach dem gleichen Konzept ist noch in Peenemünde und in Lüdenscheid und in Bremerhaven eine Phänomenta entstanden. Oder vielmehr drei Phänomentai.
nennt man das dann. Okay, und los. Das war cool. Ja, das finde ich auch. Jetzt was Lustiges, der gute alte Stop-Motion-Film. Hey Birni! Oh mein Gott, ein sprechender Apfel! Oh oh! Oh oh. Au. 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 Jetzt habe ich Hunger. Am besten was wirklich Frisches. Das hat zwar wenig damit zu tun, aber wir haben einen Comedian interviewt. Wer war das denn? Rate mal. Fresh-Torge? Komplett richtig. Zeig mal sein Interview. Ja, klar. Fresh-Torge ist mit über 1 Million Abonnenten einer der beliebtesten deutschen YouTube-Comedians. Seine Fans lieben Figuren wie die bescheuerte Sandra, Halt, Stopp, Andreas und Ronny, den Hauptkommissar. Und die tauchen selbstverständlich auch in seinem Buch auf. Okay, erste Frage. Wie bist du eigentlich auf YouTube und aufs Videomachen gekommen? Das ist eine sehr gute Frage, die ihr euch da ausgedacht habt. Wie bin ich auf YouTube gekommen? Also eigentlich war das ein Zufall, weil ich habe immer Videos für Freunde hochgeladen. Ich habe so auf Partys immer gefilmt und dann die Videos hochgeladen. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass ich das auch andere Leute angucken können, als denen ich dann den Link schicke. Und das war eigentlich der Zufall. Und dann eines Tages war dann so eine DSDS-Folge am Samstag und am Sonntag wollte ich nochmal reingucken. Und dann waren die Videos aber alle gesperrt und dann habe ich ein Beschwerdevideo gemacht. Und das haben sich dann ganz, ganz, ganz viele angeguckt. Also es war wirklich ein Zufall, da war kein Plan hinter. Seit wann machst du Videos? Seit wann mache ich Videos? Also ich hatte ja mal ganz viele verschiedene Kanäle, die alle mal gesperrt wurden, weil ich immer gegen Copyright und sowas verstoßen habe. Und ich hatte, glaube ich, schon 3 oder 4 Kanäle. Und ich glaube, meinen allerersten muss ich irgendwann so 2008 gehabt haben. Aber den gibt es schon lange nicht mehr. Der ist schon irgendwo im Nirvana. Der ist weg. Okay. Mit welchen anderen YouTubern oder YouTube-Stars hast du eigentlich schon gearbeitet? Das sind gar nicht so viele leider, weil ihr kommt ja auch aus Flensburg und wir sind hier oben ja so ein bisschen irgendwie lost irgendwie, ne? Und die ganzen anderen YouTuber, die kommen alle aus Hamburg, aus Köln ganz, ganz viele, aus Berlin. Und da ist es schwer, was zusammen zu machen mit denen. Also ich habe mit Waititi habe ich mal was zusammen gemacht. Ich vergesse jetzt bestimmt irgendjemanden. Ich habe schon, wem habe ich denn noch was zusammen gemacht? Eigentlich glaube ich nur mit Waititi, oder? Ich habe bestimmt jemanden vergessen. Aber es sind ganz, ganz wenige, wie ihr merkt. Also ich würde es gerne mal machen, aber dann muss ich, glaube ich, nach Köln oder nach Hamburg ziehen und das möchte ich nicht. Ja. Jo. Okay. Ja. Ja. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit? Ich liebe Musik. Ich höre sehr, sehr gerne Musik. Ich spiele in einer Musical-Gruppe mit, schon seit zig Jahren, seit der Realschule. Ich treffe mich gern mit Freunden. Ich liege gerne auf dem Sofa und gucke Fernsehen. Ich bin komischerweise ganz wenig bei YouTube. Ich gucke kaum YouTube. Weiß auch nicht warum. Wahrscheinlich, weil das so fast wie so eine Art Job irgendwie ist und dann muss man auch mal ein bisschen Abstand davon gewinnen. Was mache ich denn noch gerne? Ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Familie. Ich bin gerne mit meiner Familie zusammen. Ja. Okay. Wer war oder ist dein Vorbild? Das ist eine gute Frage. Schon die zweite gute, Herr Jonas. Das läuft ja bei dir hier.
Mein Vorbild? Es gibt ja verschiedene Vorbilder. Es gibt ja musikalische Vorbilder, es gibt ja Vorbilder innerhalb der Familie. Auch innerhalb der Familie, mein Papa, würde ich sagen. Musikalisch sind das bekannte DJs, die ich gut finde. Im Comedy-Bereich würde ich sagen, ist Harpe Kerkeling, finde ich sehr gut. Kennst du den überhaupt? Ja, den kenne ich. Ja, sehr gut. Harpe Kerkeling oder die Jungs von Little Britain. Ich glaube, das sagt dir nichts, oder? Das sagt mir jetzt nicht. Nee, die sind aber auch sehr, sehr lustig. Das müsst ihr euch mal angucken. Nee, das ist, glaube ich, noch gar nichts für euch. Nicht angucken. Guckt dir Harpe Kerkeling an, das ist besser. Ja, ich glaube, die sind das so. Ja, okay. Ja. Hast du jemals damit gerechnet, dass du irgendwann Millionen von Zuschauern haben wirst? Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß noch, als es angefangen ist und ich dann so die ersten 1.000 hatte, dachte ich schon so, boah, 1.000 Leute, die mir da jetzt zugucken. Das war, ist ja schon eine Wahnsinnszahl. Und da habe ich gesagt, wenn das mal ein paar Monate hält, dann ist ja alles gut, dann bin ich zufrieden. Und ich habe mir auch nie ein Ziel gesetzt, dass ich sage, so, nächsten Monat möchte ich mindestens so viele haben. Deswegen war das immer wieder eine Überraschung und ich freue mich über jeden Abonnenten, der dazukommt. Und da ich mir keine Ziele gesetzt habe, werde ich auch nicht enttäuscht. Also es ist eigentlich ganz gut so. Das ist eine gute Idee. Sehr gut, ne? Kannst du vielleicht mal eine deiner Comedy-Figuren vormachen? Wen möchtest du denn haben? Wen wünschst du dir denn? Felix? Felix? Den kann ich nicht. Nein. Ich sprach mit Felix. Ach so. Felix nachmachen. Nee. Ach so. Vielleicht Sandra? Ja, klar, kann ich Sandra nachmachen. Was eine Frage. Eigentlich braucht Sandra ja immer so eine Kette und so eine Sonnenbrille, ne? Ja, ja, genau. Aber ey, was ist mit den Fragen, ey? Ich verstehe die ganzen Fragen nicht. Eben rede ich über Mathe und so, Mathematik, bevor das Interview losgeht. Hab ich kein Wort verstanden, ey. Boah, ey. War das zu eurer Zufriedenheit? Das war sehr gut. Ja, vielen Dank. Sehr gerne doch. Okay. Wie kam dir die Idee für dein Buch? Die Idee für mein Buch, also ich hatte eigentlich schon länger die Idee, mal ein Buch zu machen, weil ich gemerkt habe, dass Zuschauer ganz viele Fragen auch über mich haben, persönlich, was ich so mache und wie ich so drauf bin, also außerhalb der Videos. Und ich habe dann versucht, innerhalb der Videos auch mal drauf zu antworten, aber habe dann gemerkt, dass eigentlich das in den Videos nicht so gut passt, weil das manchmal auch längere Antworten sind, die ich geben muss. Und da habe ich gedacht, so eigentlich müsste ich mal ein Buch schreiben, wo ich da mal ein bisschen genauer drauf eingehen kann und auch so hinter die Kulissen, die Leute interessieren sich ganz doll, wie das hinter den Kulissen läuft. Das habe ich dann alles mal da reingeschrieben und gebündelt und das ist wie eine große Antwort, die ich jetzt einmal so zurückgebe an die Zuschauer. Das ist toll. Danke. Okay. Wie bist du eigentlich auf deinen Kanalnamen gekommen? Auf meinen Kanalnamen? Also ich, da muss man anfangen mit Fresh Talk. Ich hatte mal einen Kanal, der hieß Fresh Talk, vor Fresh Haltefolie. Und da weiß ich noch genau, saß ich bei ICQ. Kennst du ICQ noch? Nee. ICQ war vor WhatsApp. Da saß man vor dem PC und hat geschrieben und konnte Away-Messages schreiben, aber ist egal. Und da habe ich dann einen Kumpel angeschrieben. Ich hatte mir gerade den YouTube-Kanal oder war gerade dabei, den zu erstellen. Und da habe ich gesagt, Martin, sag mal, wie soll ich mich nennen? Mir fällt nichts ein. Und das war mir auch egal, weil ich wollte den eigentlich nur für Freunde machen. Und hat er gesagt, ach, mach doch Fresh Torge. Und habe ich es einfach eingegeben und so ist das entstanden. Und dann wurde der Kanal ja wieder gelöscht. Nee, Quatsch, der wurde nicht gelöscht. Ich wollte dann Werbung schalten, das konnte ich aber nicht, weil ich da wieder so viel Käse drauf hatte. Und dann habe ich meine Zuschauer damals gefragt, wie soll ich meinen neuen Kanal nennen? Und dann haben die Vorschläge eingereicht und dann war Fresh Haltefolie auf 1. Ja. Ja, ganz einfach. Hast du schon Ideen für neue Videos? Oh, ich habe sehr, sehr viele Ideen. Ich habe nur immer so wenig Zeit, weil ich arbeite ja noch als Erzieher in der Grundschule und wird eigentlich viel, viel mehr machen, wobei ich sagen muss, das ist auch nicht gut, wenn man zu viel macht, also so einmal in der Woche ist ganz gut, aber ich hab massig Ideen, also daran wird es nicht scheitern, also meistens ist es die Zeit, also ich habe so eine Idee, dass ich so zwei Kinder in der Sandkiste möchte ich unbedingt nochmal spielen, ganz viele Ideen für Sandra, noch eine neue Version des Telefonspiels und ganz, ganz viele lustige Sachen. Dann können wir ja schon freudig darauf warten, dass neue kommen. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Okay, als jetzt die letzte Frage wollte ich dich mal gern fragen, wie reagierst du eigentlich, wenn du ein Pferd siehst? Wenn ich ein Pferd sehe? Wenn du ein Pferd siehst. Wie ich dann reagiere? Also ich bin kein Pferdefan, da hast du gut recherchiert, ne? Ich mag ja Pferde nicht so gern, genau wie Einhörner. Einhörner sind noch schlimmer, die sind noch schlimmer. Aber Pferde, das liegt daran, dass ich mal als Kind vom Pferd gefallen bin bei meiner Tante. Ja, und die sagt, setz dich drauf, da passiert nichts. Und ich hau mal mit deinem Fuß gegen seinen Bauch, dann läuft er los. Schon lag ich da. Und seitdem bin ich, glaube ich, doch, ich bin einmal wieder auf dem Pferd gestiegen, aber das fand ich nicht cool. Also ich bin kein Pferdefan. Ich weiß nicht, warum. So. Und was mit dir, wenn du ein Pferd siehst?
Ich bin früher mal geritten, aber jetzt generell, also ich finde sie nicht schlimm, aber meine Lieblingstiere sind sie auch nicht, also. Nee, also ich weiß nicht. Hast du ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier? Ja. Ich mag Schlangen. Ich mag Schlangen sehr gerne. Oh, Schlangen. Oh, nee. Schlangen. Ich finde, sie Spinnen und Schlangen. Geht gar nicht. Aber okay, ist nichts gegen dich. Meinst du es eher Chamäleon? Chamäleon? Ja. Ich bin, als ich in Marokko war, auf einem Kamel geritten. Ich komme jetzt von Kamel auf Chamäleon, aber egal. Da bin ich auf einem, und das war, oh, das sah so schlimm aus, dieses Kamel. Das war wirklich so am Straßenrand. Das sah so abgenutzt aus, dieses Tier. Aber wir brauchen das fürs Video einfach und das wollte nicht mal aufstehen. Ich saß da drauf als Sandra und da wollte nicht mal aufstehen. Und dann zog der Typ da immer dran, das Kamel die ganze Zeit. Und er zog und zog und dann ist es im letzten Moment ist es dann doch noch aufgestanden. Aber Kamele sind auch sehr spannend. Da. Ja. Okay, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Vielen Dank. Dann, ja. Tschüss. Tschüss. Schalt mal Schnappschuss FM ein. Ich glaube, da laufen gleich die Veranstaltungstipps. Ja klar, ich wollte schon immer wissen, was in den nächsten Monaten so abläuft. Und herzlich willkommen zurück bei Schnappschuss FM. Mein Kollege Jonas und ich haben für euch ein paar Veranstaltungstipps vorbereitet. Am 1.3.2015 ist im Flensburger Sportland ein Hallenflohmarkt. Kommt doch einfach mal vorbei. Am 15.3.2015 im Stadttheater Flensburg wird ein Kindermusical aufgeführt, nämlich die Bremer Stadtmusikanten. Dann ist vom 27.3. bis zum 6.4. der Jahrmarkt auf der Exe. Ist immer witzig dort. Am 4.4.2015 kommt ins Deutsche Haus der chinesische Nationalzirkus. Wer Lust hat, sich mal andere Nationen anzusehen, sollte da vielleicht mal vorbeischauen. Und dann gibt es eine Ausstellung, Verglühte Träume. Die ist vom 25.1. bis zum 19.4. Dort präsentieren junge Künstler, gewidmet der Opfer des Ersten Weltkrieges. Vom 6.5.2015 bis zum 10.5.2015 gibt es ein Festival mit Volksmusik, nämlich Volk Baltica. Wer gerne Musik mag, kann da ja mal hingehen. Und alle, die Lust auf Tanzen haben, sollten am 28.2. im Deutschen Haus sein, denn dort ist die Tanzgala. Tickets gibt es an der Abendkasse oder jetzt schon in der Tangothek Flensburg zu erwerben. Am 8.3.2015, 12.4.2015 und dem 10.5.2015 kommt der Flensburger Fischmarkt. Wer sich gerne von Meerestieren ernährt, kann da ja mal hingehen. Ich hoffe, es war für alle was dabei. Jetzt geht's weiter mit Love Will Come Back Again von Jess Robinson. Bitteschön. Jetzt sind wir bestens informiert und schon fast fertig. Halt, es fehlt noch ein großer Beitrag. Welcher denn? Der Rollstuhlsportgruppe. Ja klar, spiel mal ab. Immer doch. Hallo, wir sind heute in der Turnhalle der Realschule West. Hier wird nicht irgendein Sport gemacht, sondern ein ganz besonderer. Hier trainiert die Mini- und Jugend-Rollstuhl-Sportgruppe. Und das werden wir uns jetzt mal ansehen. Ich sitze jetzt mit Oke. Erzähl doch mal, Oke, was macht ihr hier? Wir machen hier Rollstuhlsport. Das ist Sport für Leute mit Gehbehinderung. Und die sind entweder auf den Rollstuhl angewiesen oder sie können einfach wie ich nicht so gut laufen wie du und haben vielleicht auch einen Rollstuhl zu Hause, den sie aber nicht immer benutzen und trainieren hier ein bisschen mit dem Rollstuhl. Bringt dir das denn Spaß? Ja, sehr. Und warum? Weil ich sehe, dass Kinder mit Körperbehinderung immer doch noch Spaß am Sport haben und die können eben nicht so im Schulsport mitmachen. Okay, wie lange machst du das denn schon? Jetzt haben wir das schon ein Jahr. Vor einem Jahr wurde das Ganze gegründet und da war aber noch eine andere Leiterin da, die jetzt leider nicht mehr da ist, da sie nach St. Peter-Ording gegangen ist und jetzt haben wir eben Agnes, die das macht. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen an die Trainerin der Rollstuhlsportler, Agnes. Wie viele Kinder trainieren denn zurzeit hier? Fünf feste Kinder und
Besucherkinder sind herzlich willkommen. Und was ist besonders wichtig? Worauf muss man achten? Also der Spaß steht im Vordergrund. Natürlich wollen wir auch uns bewegen, aber die Kinder sollen hauptsächlich Spaß haben. Und wichtig ist, dass die Kinder auch mitkriegen, dass sie auch Sport machen können, auch wenn sie im Rollstuhl sitzen, wie alle anderen Kinder auch. Und wie sind eure Trainingszeiten und wie kann man sich bei euch anmelden? Also freitags trainieren wir von 5 bis 6:30 abends. Das ist jeden Freitag. Und wenn jemand interessiert ist, dann darf er gerne freitags um 5 Uhr hierher kommen, sich das einmal angucken, einmal mitmachen und dann würde man alles Weitere besprechen. Braucht man eigentlich einen richtigen Sportrollstuhl oder? Ja, man braucht schon einen Sportrollstuhl. Das ist ein anderer Rollstuhl als ein normaler Rollstuhl wäre. Der hat keine Bremsen. Wir haben zum Beispiel auch einen in der Gruppe, der hat einen Elektrorollstuhl. Aber eigentlich ist es schon empfehlenswert, einen Sportrollstuhl zu fahren, wenn es dann geht. Oder nicht. Okay, können wir das vielleicht auch mal ausprobieren? Ja, das können wir. Okay, setze ich mich jetzt einfach rein und los geht's oder muss man was beachten? Also, das Teil hat natürlich keine Bremsen. Wenn du jetzt, es gibt hier hinten ein Stützrad. Dieses Stützrad ist dafür, wenn du dich so kippst, dass du dich umfällst. Okay. Und das ist aber ein anderes Stützrad als bei anderen Rollstühlen. Ja, und ansonsten musst du einfach nur Rollstuhl fahren können. Das ist keine einfache Sache, aber es geht irgendwann. Okay, und wie fahre ich, wie starte ich und bremse ich und wie fahre ich Kurven? Setz dich mal einfach rein und dann gucken wir weiter. Dann nimmst du die Räder und dann kannst du einfach die Räder nach vorne bewegen. Ja, und dann fährst du nach vorne. Und wenn du die Räder nach hinten fährst, dann fährst du rückwärts. Ja, und wenn du die Räder verschieden bewegst, dann fährst du Kurven. Finale. Schnappschuss. Das wollte ich sagen. Na egal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eine neue Kamera. Und mit der waren wir actionmäßig unterwegs. Und wie genau, das seht ihr jetzt. Schon unsere 4. Sendung. Ja, jetzt fehlt nur noch eine gemeinsame Verabschiedung. Genau, das sind ja nicht nur wir beide. Wir sind ja eigentlich ein großes Team. Komm mal zu uns! Ja. Oh. Schnappschuss!
rüberziehen.